Hallo Mahlzeit, da sind wir wieder im Path of Exile mit unserer Hexe. Und Mara Moa ist heute auch mal dabei. Nein, ist nur ein NPC, ist klar. Letztes Mal, das Video hat leider zu heftig geleckt, die Aufnahme, deswegen musste ich es leider löschen. Aber da wir auch die Quest schon fertig hatten, da mit diesem Wald oder was wir da waren, Dschungel, irgendwie was in der Richtung, und das Gebiet doch echt nicht cool war, habe ich mir gesagt, komm, wir überspringen das einfach, macht ja auch keinen Sinn, jetzt nochmal durch zu grinden, wenn die Mission eh schon erledigt ist. Das heißt, wir gehen in Sonnentempel endlich. Hier, Sonnenfinsternis, sucht im Solaris-Tempel nach der Sphäre der Sonne und benutzt sie, um Solaris zu beschwören. Das machen wir heute als erstes. Danach, wenn wir noch Zeit haben, gehen wir vielleicht auch noch in Lunaris-Tempel. Mal schauen. So, geh los. So, hier, Solaris-Tempel, let's go. Achso, kein Wegpunkt. Dann gehen wir hier. Passage zu Solaris. Die können wir direkt mal testen. Ich bin wieder auf dem australischen Server unterwegs. Da war die Ping heute wieder am besten. Deswegen, ich ping das immer vorher an. Bevor ich anfange zu spielen und schaue, bei welchem Sender die Ping aktuell am besten ist. Weil das ja die letzten Male echt ein Krampf war. Also nicht nur für euch zum Angucken, sondern für mich auch zum Spielen. Und hier seht ihr, es läuft sehr flüssig. Aufnahme läuft auch flüssig, glaube ich. Ja, sieht gut aus, ne? Bisschen Qualität leider muss ich ein bisschen runterstellen, aber dafür läuft es flüssiger. Das ist wichtiger als Qualität. Und es läuft auch immer noch in 60 FPS, das ist natürlich auch wichtig. Das finde ich sogar noch wichtiger als die Bildqualität. Ich finde, unter 60 FPS ist mittlerweile gar nicht mehr ansehbar. So, irgendwo hier drüben war der Tempel. Ist alles aktiviert hier? Ja, ne? Ne, das nicht. So. Können unsere Buffs hochhalten. Mein Level haben wir auch letztes Mal gemacht, das habe ich in Energieschild investiert. Deswegen haben wir jetzt schon über 3000. Letztes Mal, der Boss hat uns einfach wieder total zerfetzt. Leider, da ist sie leider nicht so gut aufgestellt. Gott sei Dank kann man immer direkt wieder respawnen. Sonst wäre das echt ein Krampf. Aber gut, war auch letztes Mal ein Krampf. Man musste immer wieder... Also ich bin auch vorher, vor dem Boss, schon etliche Male verreckt, weil da irgendwie so Gleberknödelmonster waren, keine Ahnung. Die haben halt richtig fett Damage gemacht. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall hat mich das instant aus den Socken gehauen, jedes Mal. So, ist da der Tempel, oder? Da, Solaris Tempel. Ob da habe ich schon mal einen Screenshot gemacht. Müssen wir von Ebene 2 mal einen Screenshot machen. Wenn hier so. Nee, das sieht blöd aus. Hier kommen wir wieder zu den kaiserlichen Feldern, oder? Ne, das ist eine Tür. Okay. Eine goldene Truhe. Oha. Fernseher ein bisschen leiser machen, ne? Ist ein bisschen laut bei euch. Im Hintergrund. Würde ja alles doppelt. Das ist so. Ich hab schon richtig Bock auf den zweiten Teil, ey. Ich glaube, ich werde als erstes einen Krieger spielen und den so als Schmied-mäßig spielen. Mal gucken, welche Waffen da am besten passen. Irgendwie so ein Hammer oder so, ne? Aber ein kleiner Hammer wäre nice. Nicht so groß, aber ein kleiner Hammer mit Schild, das wäre cool, ne?
Dann können wir da immer Dings. Also das haben sie auf jeden Fall angekündigt, dass man Waffen und so traden kann. Alles außer Gold anscheinend. Kann man traden. Das wäre natürlich richtig nice. Können wir da immer nach dem Stream so einen kleinen Flohmarkt machen. Bazar. Oder Sachen tauschen. Mal gucken an. Discord-Server, wo wir eine gute Gruppe finden, jeder Bock drauf hat. Ich meine, Dings Multiplayer hätte ich schon auch Bock drauf, aber erst will ich halt die Story fertig haben. Ich finde, die geht dann immer total unter. Also damals Diablo 3 haben wir auch zu dritt und zu viert zum Teil durchgezockt auf PlayStation und ich fand, da habe ich von der Story eigentlich gar nichts mitbekommen. Ich finde, als Zuschauer ist es dann eigentlich noch schwieriger. Weil dann manche interessiert halt die Story und andere nicht und dann müssen die immer warten, bis die anderen die Videos und die Texte sich reingezogen haben und die anderen wollen eigentlich schon weiter oder gehen dann auch einfach weiter, wenn sie die Schnauze voll haben. Dann ist er natürlich ziemlich anstrengend, da dann noch der Story zu folgen. Der geht aber gut Damage ein. Paar Handschuhe nehmen wir mit. Ringpanzer, ja, erstmal alles mitnehmen. Wir können ja unendlich Portale stellen. Haben wir gelernt. Das ist Zauber. Oh, da ist schon eine zweite. Oh, direkt weiter? Oh, ich glaube, hier gibt es nichts mehr Interessantes. Ne? Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen. So vom Level her sind wir ein bisschen zu hoch, aber vom Leben her ein bisschen zu niedrig. Deswegen. Oh ja, das sieht gut aus. Klappt sehr gut. Ja, letztes Mal hat es auch irgendwie nicht geklappt, Screenshots zu machen. Ich weiß nicht warum. Kann auch sein, dass vielleicht auch meine Festplatte überlastet war und deswegen mit der Aufnahme überfordert war und dann auch keine Screenshots mehr machen wollte. Das kann natürlich sein. Ja, Erz, sehr gut. Erz können wir immer genug gebrauchen. Nice. Fertiges Fläschchen, eine Med. Oh, was haben wir hier? Da geht was. Fit-Truhe, okay. Das können wir noch gar nicht. Was hat denn? Nochmal. Mit Gegner unterwegs, nee, ne? Oha, was ist das? Meister der Tiefen? Ach so, stimmt. Den haben wir ja auch noch. Welcome. Da kriegen wir endlich mal wieder so ein Fit. Vielleicht finde ich dann endlich mal so eine unsichtbare Wand. Die ich schon seit, weil das hier so eine zerstörbare Wand, die ich schon seit Wochen suche. Ich habe mir da schon etliche Videos für angeguckt, aber irgendwie finde ich keine. Ich weiß auch nicht, kann man das auch irgendwie zurücksetzen? Oder vielleicht wurde es auch mittlerweile mal zurückgesetzt, keine Ahnung. Es kamen ja schon etliche Patches, also ich glaube 3 Patches über 10 GB kamen jetzt schon. Und bis auf diese neue Necro-Liga habe ich keine Veränderungen erkennen können, also kein Plan.
Vielleicht sind sie mir auch noch nicht aufgefallen, vielleicht haben sie auch nochmal richtig krass Endgame rausgehauen. Das kann natürlich auch sein. Ich will mich halt nicht spoilern, ne? Weil das Endgame soll ja extrem komplex sein. Bei Path of Exile, bei Path of Exile 2 ja auch. Soll jetzt schon in der Early Access Phase schon größer sein als bei Diablo 4. Und komplexer. Obwohl da ja schon ein DLC rausgekommen ist, nun. Na gut, Diablo 4 hat mir auch nicht gefallen persönlich. Deswegen, wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr gern Diablo 4? Oder mehr so meh? Oh, den hätte ich mich auch nicht holen dürfen. Oh, oh. Das sieht schlecht aus. Blutsänger. Oh, Schild geht hier hoch. Das habe ich ja gelevelt, dass es sich auch schneller wieder auflädt, das Schild. Ist da was? Komisch. Achso, okay, das ist ein Abgrund, lol. Das sah irgendwie aus wie so ein Portal. Mal vorbeigehen. Ich meine, klar, storymäßig, jetzt so von der Präsentation sah das natürlich ziemlich geil aus. Diablo 4 auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein paar Sessions habe ich ja gemacht. Ich habe ja Kerrigan als Diablo-Charakter erstellt. Sie dann gegen die andere, ich habe den Namen leider vergessen, diese Dämonin da in die Schlacht geführt sozusagen. Ich glaube 4-5 Folgen oder so habe ich da gemacht. Findet ihr aber auch mal auf YouTube. Aus der Beta, aber mir war das echt zu viel sinnloses Rumlaufen und so, das war ja Katastrophe, echt. Ich muss glaube ich mal hier ein bisschen leiser machen. Ich höre mich gerade schon wieder selber. Portal. Okay. Wir haben auch noch Zeit. Ich würde mal hier das noch ein bisschen erkunden erst. Vielleicht gibt es ja noch was Gutes. So groß ist glaube ich nicht mehr. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, der Tempel. Oder ein Schatztrollen. Ja, und vor allem dann diese, ich weiß nicht, diese Aufgaben, die man machen musste, die waren irgendwie alle so WoW-mäßig halt, ne? Aber vom alten WoW, nicht mal vom neuen. Wo ich ja gesagt hätte, okay, geht klar. Das ist halt die Blizzard-Formel. Nee, das war halt irgendwie das alte WoW. War irgendwie nicht so spannend. Wo man vor 10 Jahren schon gesagt hat, oh Gott, wie lahm. Da man halt nostalgieweise das halt trotzdem mal noch mitmacht. Aber WoW bin ich auch ewig lange raus schon. Das letzte, was ich gespielt habe, war WoD, ne? Warlords of Draenor hieß das doch. Wo man seine eigene kleine Festung hatte. Stimmt, wir müssen sogar noch machen, weil wir hier. Genau, für ihn mussten wir ja noch was machen. Das war das letzte Add-on, was ich gespielt habe bei WoW. Deswegen, da hatte ich kein Bock mehr. Vor allem ist halt auch echt übertrieben, ne? Die Add-ons kosten halt immer gleich 55 Euro oder so, obwohl man sowieso schon monatlich bezahlen muss. Ich fand das einfach nur frech. Das ist nichts für mich. Man
dann gar keine, wenn man dann mal keine Zeit hat zum Spielen, ist es halt richtig ärgerlich und trotzdem jeden Monat bezahlen muss. Deswegen habe ich zum Beispiel nachher auch nicht mehr Dings weitergespielt. Elder Scrolls Online zum Beispiel habe ich auch sehr lange gespielt. Über ein Jahr, glaube ich. Da hatte ich auch eine krasse Gilde und alles am Start, habe auch fast jeden Tag gezockt. Da musst du halt auch jeden Monat musstest du diesen Pass bezahlen oder du musstest alle Add-ons kaufen, was natürlich noch teurer war. Vor allem dann hättest du Add-ons kaufen müssen, die du eigentlich fast gar nicht gespielt hast, um mal für einen Raid zu laufen oder so. Und PlayStation Plus musste man halt auch die ganze Zeit bezahlen zusätzlich. Das heißt dann jeden Monat 25 Tacken oder 23 Tacken. Nee, kein Bock. So ein Scheiß. Nur noch Platz oder was? Nee, keinerlei Platz. Da kriegen wir das noch unter. Doch, das geht. Warte ab. Gehen wir nicht verticken erst. So. Dann machen wir Portal. So, oh, hier, der Trank sieht ja gut aus, ne? Göttliches Lebensfläschchen. Oha. Unterkühlen, die wird unnötig gegen einfrieren. Boah, das ist nicht schlecht, ne? 2400. Was haben wir? 3000. Gewährt. Achso, das ist für unsere Kreaturen. Hier den zweiten können wir rausnehmen dafür, ne? Ja, komm. Das macht ja viel mehr Sinn. Zack. Und es ging. Eis. Das ist auch gut. So, hier noch ein paar Mana-Fläschchen. Was haben wir da? Das macht unseres. Erhöhte Füllung, Wiederherstellungsmenge, entfernt Flüche. Okay. Wie viel heilt er? 1500 knapp. Das macht das gleiche wie das andere. Macht auch das gleiche. Aber ein bisschen mehr. Nö. Das andere entfernt Flüche, ne? Das ist nicht schlecht. So, ein Schwert. Ja, was kann man alles verticken, ne? Weg mit dem Zeug. Ja, diese ganzen Aufträge muss ich auch mal machen irgendwann. Ich hab so viele, aber sind halt auch echt arschschwer, ne? Da geht nichts mehr rein in die Hütte. Alles voll. So, und die Karzrasrache findet Opal. Ja, das sind alles Missionen, ne? Die müssen wir immer mal machen. Hier, die Dings können wir noch. Das können wir reinknallen. Das Ding hier hin. Wahlstrom-Bruderschaft. Das muss in die andere Kiste. Weil die machen wir jetzt nicht. Wir fahren jetzt weiter. Let's go. Noch zwei Zombies aktivieren. Na? Keine Leichen mehr hier, oder was? Du hast so viel gekillt. Nö, keine Leichen mehr da.
Oha. Vorbote von Solaris. Nice, das war's mit ihm. Sphäre der Sonne. Sehr schön. Das war's? Das war schon der Boss, oder was? Hä? Ich dachte, das war nur der Vorbote. Ich dachte, der kommt jetzt erstmal. Richtig. Raus hier, der Typ. Aber der war er schon gewesen, ne? Da liegt er. Hm. Das ist ja lame. Er hat ja nichts drauf gehabt. Das war's. Hier ist nichts mehr. Anfertigungsoptionen haben wir gekriegt. Da waren ein paar Dinger. Das war's gewesen. Hier ist nichts mehr, oder was? Ja, Sphäre der Sonne. Und hier so ein Köcher. Wow. Das hat sich ja richtig gelohnt, ey. Oh. Gibt ja gar nicht ein Portal zu stellen, krass. Gut, gehen wir schnell den Köcher verticken. Dann geht's gleich weiter mit Lunaris. Sehr gut. So, der Rest haben wir die Box. Passt auch nichts mehr rein. Das passt noch da. Das passt da. Sehr gut. Alles klar, gut. Dann geht's dann nächste Folge weiter mit Lunaris. Solaris war ja jetzt ein Witz. Bis dann.